Ich habe mich sehr gefreut über die Möglichkeit, jetzt hier vor dieser Mitgliederversammlung von Mehr Demokratie e.V. zu sprechen. Und für mich ist es ja auch nicht die erste Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus diesem Zusammenhang. Das ist nicht selbstverständlich. Es gab mal eine heftige Kontroverse, ich glaube, es ist schon 30 Jahre her oder 25, mit den Protagonisten der Bürgerentscheide und Bürgerbegehren, Tilman Evers damals und Wolf-Dieter Narr, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch daran. Und damals wurde das sehr grundsätzlich abgehandelt, in dem Sinne, dass das eine dem anderen widerspricht und möglicherweise dann doch auch in falsche Richtungen laufen kann. Also dass dieses Setzen auf Bürgerentscheide, Bürgerbegehren eben doch möglicherweise das Falsche sein. Umgekehrt, das ist der Königsweg, ja, um überhaupt Demokratie voranzubringen. Ich bin sehr froh darüber, wir haben vorhin schon am Tisch darüber gesprochen, dass diese alten Frontstellungen so längst nicht mehr existieren und dass diese Grundsatzdebatten in dem Augenblick auch immer verschwinden, wenn es praktischer wird und wenn es vor allem auch variantenreicher wird und wenn man mitbekommt, dass sich etwas entwickelt, was in unserem Interesse ist. Und ich will am Anfang was zur Debattenlage sagen, denn auf den ersten Blick sieht es eigentlich ganz gut aus für diejenigen, die sich für Bürgerbegehren, Bürgerentscheid oder Bürgerbeteiligung einsetzen. Im internationalen Maßstab haben wir ein Kürzel für das, was das alles zusammenhält, nämlich DDD, das dreifache D, Deliberative Direct Democracy, also dieses wird alles zusammen in irgendeiner Weise verhandelt und das ist eigentlich das, was an Bedeutung deutlich in den letzten 10 Jahren gewonnen hat und versucht, Antworten zu geben auf diverse Krisen repräsentativer Demokratien. Und natürlich gibt es Spannungsverhältnisse zwischen den verschiedenen Formen direkter Beteiligung der einen Seite und eben deliberativen Verfahren. Aber eigentlich herrscht heute die Einsicht, dass ohne Deliberation direkte Demokratie nicht denkbar, nicht sinnvoll und auch keine Qualität bringen kann. Und umgekehrt, ohne einen gewissen Entscheidungsdruck und eine Möglichkeit auf Entscheider Einfluss zu nehmen oder Entscheidungen zu kontrollieren, eigentlich auch Deliberation auf Dauer keine Chance hat. Nur reden ist eben zu wenig und von daher kommt es darauf an, in welcher Weise und in welchen Bereichen, in welchen Formen dann eben direkte Demokratie und deliberative Formen zusammengebracht werden. Die Situation in der Bundesrepublik hat sich eigentlich seit Stuttgart 21 dramatisch verändert, in dem Sinne zumindest, dass die große Abwehrfront gegen deliberative und direktdemokratische Formen eingeknickt ist. Es ist nicht mehr die frontale Abwehr, die bis dahin das politische Geschehen dominiert hat. Wir erleben, dass eben doch an vielen Stellen über direktere Formen der Beteiligung der Bürger nachgedacht wird. Und die Befunde, die dazu geführt haben, sind jetzt jenseits der konkreten Ereignisse um Stuttgart 21 doch auch sehr dramatisch. Wir haben in der Open Governments Befragung, die haben wir eigentlich die Situation, dass sich 90% der Bürgerinnen und Bürger mehr direkte Beteiligung wünschen in der einen oder anderen Form und darauf Wert legen und nur 20-30% jeweils glauben, dass es genügt, was wir haben. Sodass dann bei allen Fragen, wo es um Kontrolle des Regierungshandelns etwa Wahlversprechen überprüfen etc. oder auch Korruptionskontrolle, aber auch direkte Formen der Einflussnahme. Überall haben wir eine Kluft von 60%, 70% in den entsprechenden Umfragen. Das heißt, wir haben heute, und das ist glaube ich schon eine neue Situation, zumindest aktuell, gesellschaftliche Mehrheiten, die mit der Form der Einflussnahme, die ihnen das repräsentative System anbietet, nicht mehr zufrieden sind und mehr wollen. Und das aus einer demokratischen Position heraus. Und das ist, denke ich, für uns alle eigentlich eine Aufforderung, da nicht nachzulassen. Wenn man sich noch anschaut, wie drängend diese Forderungen sind, dann muss man sich nur die Vertrauensstudie der
Herbert-Quandt-Stiftung anschauen, ein weiteres Faktum, das sehr zu denken gibt. Da wird die Stuttgart 21-Frage gestellt in einer bestimmten Weise, nämlich ist es legitim, zivilen Ungehorsam gegen korrekt getroffene Entscheidungen repräsentativer Gremien anzuwenden bei Infrastrukturprojekten und anderen Dingen. Und da sagen heute über zwei Drittel der unter 30-Jährigen, dass es völlig legitim ist, das zu tun. Und auch kleine Mehrheiten, 47-48% der über 60-Jährigen sind heute der Meinung, dass es in Ordnung ist, Ungehorsam zu üben gegenüber parlamentarischen Entscheidungen. Das heißt, der Rechtsgehorsam und damit die Folgebereitschaft ist immer wieder in Gefahr, aufgekündigt zu werden. Und die Bevölkerung hält das im Großen und Ganzen, vielleicht nicht in jedem Fall, für legitim. Umgekehrt bedeutet das für alle, die an öffentlichen Entscheidungen interessiert sind, dass sie nicht sicher sein können, wenn eine Regierung, ein Kommunalparlament, eine Landesregierung bestimmte Projekte entscheidet, dass dann auch diese Projekte umgesetzt werden oder diese Vorhaben auch Wirklichkeit werden, sondern dass eben nicht vorausgesetzt werden, dass es so einfach funktioniert. Deshalb haben wir auch ganz neue Freunde der direkten Demokratie, etwa von Immobilienverbänden oder dem Bauhauptgewerbe, die sich alle, wenn Sie mal die Website anschauen, von diesen entsprechenden Vereinigungen dafür einsetzen, frühzeitige, umfassende Bürgerbeteiligung soll eingesetzt werden, damit eben so etwas wie Rechtsfrieden entsteht, auch Planungssicherheit, Investitionssicherheit, was für Unternehmen ja eine ganz entscheidende Angelegenheit ist. Und insofern haben wir eine große Öffnung, gilt ja auch im Energiebereich, brauche ich jetzt im Einzelnen nicht anführen. Das ist nicht, wird von Unternehmensgruppen nicht unbedingt aus demokratischer Überzeugung oder weil sie jetzt alle zu mehr Demokratie eintreten oder am Komitee für Grundrechte tätig werden, sondern es wird aus einem sehr schlichten ökonomischen Kalkül heraus gesehen, dass diese alte, die alte Zuverlässigkeit, die darin bestand, wir wählen und dann nehmen wir das hin, wenn entschieden wird, dass dieser Tausch so nicht mehr funktioniert, sondern dass eben an vielen Stellen zumindest, auch an welchen, die durchaus wehtun können, dieser Gehorsam aufgekündigt wird oder zumindest die Legitimation, die da erzeugt wird, außerordentlich dünn ist. Also das ist, denke ich, schon eine neue Situation, die wir zur Kenntnis nehmen sollten und die unseren Einsatz für mehr Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie eigentlich nochmal beflügeln könnte und sollte. Worum es eigentlich geht, ist, dass dieses Nachkriegsmodell, das im Wesentlichen Partei- und Personalvoten umschließt, nämlich in repräsentativen Formen politische Eliten auszusuchen, dass die dann entscheiden können, dass dieses Nachkriegsmodell deutlich an seine Grenzen gekommen ist und eben es dringend, und das ist ja das alte Anliegen, wenn man so will, von Mehr Demokratie e.V., dass es dringend der Sachvoten braucht auf jeder Ebene, also dass Bürgerinnen und Bürger mit einer Beauftragung einer Regierung nicht den Anspruch aufgegeben haben, immer wieder, nicht in allen Bereichen und nicht zu jeder Zeit, aber immer dann, wenn es ihnen wichtig erscheint, das Mandat zurückzuholen und zu sagen, darüber wollen wir selber entscheiden. Ja, das ist eine Sache, die uns selber angeht. Und das ist heute nicht eine esoterische Minderheitenveranstaltung, sondern eine, die immer wieder deutlich artikuliert wird und von daher auch eine unerwartete, auch zum Teil ungeliebte Konkurrenz für den bestehenden politischen Apparat bedeutet. Das geht von der Verwaltung eben bis in die Parlamente und Regierung. Regieren und Parlamentsarbeit und all dies ist dadurch natürlich sehr viel komplizierter geworden, weil es nicht mehr nur die kurzen Aushandlungsprozesse in den Ministerien sind, wo die üblichen Verdächtigen beteiligt werden, sozusagen Berücksichtigung entsprechenden Verbandsinteressen ausreicht, um bestimmte Projekte durchzubringen, sondern immer wieder auch klar wird, da wollen die direkt Betroffenen, auch dann, wenn sie kein Eigentum in der Flugschneise haben, mitreden. Und das Regieren ist deshalb komplizierter geworden und
man hat sich noch nicht so richtig drauf eingestellt, aber es gibt auch schon die ersten Teilfäden. Letzter Bauminister, einen solchen Weg, wo gab es schon etliche auf kommunaler Ebene und in etlichen Themenfeldern. Also es gibt im Moment einen Boom an Literatur über Beteiligungsverfahren und an entsprechenden Empfehlungen. Wenn man genau hinschaut, entdeckt man, dass in der Regel diese Empfehlungen konsultativ sind. Also man kann es machen, aber ob man es macht, das hängt dann immer noch von den Opportunitätserwägungen ab und auch wie man es macht und wie man diese Beteiligung garantiert wird, ins Benehmen der jeweiligen Mehrheiten oder Verwaltungen gestellt. Es gibt keine verpflichtenden Formen in der Regel, wenn man jetzt mal vielleicht von bestimmten Formulierungen in Filderstadt oder so absieht, wo man mit einem bestimmten Quorum durchsetzen kann, dass eben die Bürger beteiligt werden. Aber im Großen und Ganzen ist der Boom darauf konzentriert, auf konsultative, freiwillige Formen der zusätzlichen Einholung von Bürgermeinungen sozusagen auszusehen und nicht jetzt der große Durchbruch. Ich habe heute, weiß nicht, ob Sie das auch das Vergnügen hatten, von Franz Walter einen Artikel in der Frankfurter Rundschau, einen Leitartikel gelesen, einer der glorreichen Kämpfer gegen direkte Demokratie im Augenblick, der uns nochmal daran erinnert, dass wir, also die erste Unterstellung ist, wir leben schon in einer Partizipationsdemokratie. Völliger Quatsch. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Bisher sind fast nirgendwo ernsthaft repräsentative üblichen parlamentarischen Entscheidungsstrukturen in Frage gestellt. Selbst wenn Mehr Demokratie e.V. massiv Fortschritte macht in den Geschwindigkeiten, die in den letzten 10 Jahren oder so vorgelegt wurden, ist der Zeitpunkt noch nicht absehbar, würde ich jetzt mal für mich in den nächsten 100 Jahren nicht absehbar, dass dann in der breiten Form von einer Beteiligungs- und die repräsentative Demokratie ablösenden Variante direkter Demokratie die Rede sein kann. Überhaupt nicht so. Das heißt, wir haben es mit Gegenargumenten und Beschreibungen schon zu tun, die maßlos übertreiben, die Diskussion schon für die Wirklichkeit halten. Und man kann deutlich sehen an vielen dieser Einlassungen, dass ein Großteil dieser Angebote eher symbolisch gemeint ist, um erstmal die Luft rauszulassen, um zu sehen, naja, wie weit trägt das eigentlich? Oder auch symbolisch in dem Sinne, naja, wenn es ein Vorschlag ist, den wir ohnehin auch schon hatten, dann können wir da auch drauf eingehen. Und wenn es nicht dem widerspricht, was wir ohnehin wollten. Ich glaube, am deutlichsten bringt das Herr Ramsauer, unser Bauminister, zum Ausdruck, der aus Stuttgart gelernt hat, zu sagen, so wie ja die Abstimmung im Rente dann ausgegangen ist über dieses Projekt, ist für uns direkte Demokratie, auch gerade Bürgerrechte, eine gute Möglichkeit, unsere Politik durchzusetzen, weil ja dann sozusagen die Mehrheit entscheidet und die Mehrheit ist eigentlich die wir auch vertreten. Ja? Also von daher brauchen wir überhaupt keine Angst haben, es wird alles so bleiben, wie es immer war und wir werden dadurch nicht herausgefordert. Also es ist so das Kalkül, das man aus den vielen Einlassungen von Herrn Ramsauer in den letzten Wochen und Monaten entnehmen kann. Ob es aufgeht, wird sich zeigen, aber das ist zumindest ein Teil der Offenheit, dass man eigentlich noch was die Parteien vorher nicht, was sie heute nicht mal so leisten, nämlich diesen Diskussionsprozess mit der Bevölkerung zu stimulieren und sich rückzuversichern, dass das, was sie wollen, auch in der Bevölkerung gewollt ist, dass das jetzt über direktdemokratische und partizipative Verfahren eingeholt werden kann. Die gleiche Vorstellung hat unser neuer Minister für Energie und Umwelt, Herr Altmaier, den ich erleben durfte in seiner Frühphase, jetzt als gerade frisch gebackener, und der eigentlich sagt es nicht so offen, aber im kleineren Kreis, was in der Union so passiert, die Debatten interessiert mich eigentlich gar nicht. Für mich ist interessant, was getwittert wird und was dann möglicherweise noch in irgendwelchen Beteiligungsverfahren passiert. Diese alten Parteistrukturen taugen nichts mehr. Man hat das mit dem Witz garniert. Ich bin seit 50 Jahren oder 40 Jahren in der Union und ich war immer der Jüngste. Könnte ich
Also nur ein Witz, der sozusagen auch eine Haltung klar macht, wenn das ein Minister sagt in so einem kleineren Kreis, wie sehr er noch darauf vertraut, dass die Kapillargefäße seiner Großpartei, seiner Volkspartei in die Bevölkerung hinein noch funktionierten. Das sieht er, dass das nicht so ist und zieht daraus die Konsequenz, wir müssen andere Formen der Beteiligung sozusagen entwickeln. Und er hat vor allem es gern mit Twitter und Facebook und all diesen Sachen und holt sich da sozusagen die Rückmeldung und kann sehr vehement und beredt deutlich machen, dass das für ihn viel wichtiger ist und viel auch einflussreicher als jetzt die klassische Kommunikation in Parteien. Aber gut, ich beschreibe das so, um auch deutlich zu machen, wie viel Resonanz und mit welchen Motiven es im politischen Apparat gibt und in diesem Zusammenhang eben auch durchaus Resonanz gefunden wird von Leuten wie wir, werden dann eingeladen und gelegentlich, um da Ratschläge zu geben. Ich denke, dass wichtig ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, das durchaus als Erfolg auch zu werten. Es ist gut, dass dieses Thema sozusagen nicht mehr einfach weggewischt werden kann. Und noch wichtiger ist es meines Erachtens, in diesen Debatten auf Qualität zu achten, auf das, was man eigentlich mit den Verfahren, welcher Art auch immer, bewirken wollte. Ja, ob es wirklich mehr ist als symbolische Eingemeindung, sozusagen Akzeptanzmanagement, um das moderne Wort dafür zu gebrauchen, oder und was wir dafür tun können, dass Qualität dadurch gesteigert wird. Und was wir uns versprechen von mehr direkter Demokratie und der Liberation ist eben ein Beitrag zur Legitimation von politischen Entscheidungen. Schaffen wir das auf diesem Wege? Je manipulativer dann auch direkte Beteiligung eingesetzt wird, umso weniger kann es legitimationsstiftend sein. Die zweite Dimension, die wichtig ist, Inklusion. Gelingt es wirklich auf diesem Wege, die schon im repräsentativen System am Rande stehen und nicht gehört werden, in irgendeiner Weise durch direkte Reformen der Beteiligung und Deliberation einzubinden? Haben wir dazu einen Beitrag geliefert? Haben wir die Qualität der Entscheidungen verbessert durch die Art der Einbeziehung? Das wäre so ein weiterer Maßstab. Haben wir Verantwortlichkeit gesteigert? Also im Sinne von Accountability im vornehmen englischen Kontext, ja, haben wir es geschafft, dass Regierungshandeln transparenter wird und stärker an den Bedürfnissen von den Wählern, der Bevölkerung, wie auch immer, den diversen Gruppen orientiert ist. Und haben wir es geschafft, die Verbindlichkeit dessen, was wir da deliberieren oder direkt demokratisch versuchen umzusetzen, auch zu erhöhen. Und ich denke, das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, um nicht in so eine verführerische Schleife zu geraten, wo wir eigentlich zwar erfolgreich sind, aber was anderes kriegen, als wir eigentlich wollten. Und in diesem Sinne, denke ich, ist es außerordentlich wichtig, diese Auseinandersetzung um Foren, um Positiv-Negativ-Listen, um die Ausgestaltung von direkter Demokratie und all das, was das Alltagsgeschäft von Mehr Demokratie e.V. auch ist, diese Auseinandersetzung einzubinden in diese weitergesteckten Ziele. Wie weit können wir auf diese Art beitragen, etwa zur Inklusion? Und was müssen wir eigentlich tun? Welche Deliberationsprozesse, welche politischen Debatten, Dialoge, Deliberation ist jetzt ein bisschen hochgekünstelt, das ist sozusagen der internationale Jargon dazu. Aber was können wir eigentlich tun, damit dieser Qualitätszuwachs durch diese Form vorangebracht wird? Und da gibt es, finde ich, international eine ganze Menge Anregungen, wenn man sich anschaut, wie in anderen Ländern solche Dinge ausgestaltet werden. Ich finde zum Beispiel in Südkorea sehr interessant, dass es dort eben eine verpflichtende Fernsehzeit gibt für Bürgerentscheide, Bürgervoten, ja, dass die in der besten Sendezeit alle Sender verpflichtet sind, mindestens 5 Sendungen à 2 Stunden mit Befürwortern und Gegnern. Wusstest du das?
durchzuführen. Ich meine, das wäre für uns ja auch mal eine schöne Abwechslung, wenn wir nicht Herrn Jauch und Frau Maischberger oder wen auch immer sehen müssten, sondern auch vielleicht ein paar andere. Und das Interessante ist, dass bei Bürgerentscheiden dann die Gegner und die Befürworter des Entscheids ihre Leute nominieren können, die diesen Fernsehsendungen auftreten. Ne? Das ist also auch auch ein Beitrag des öffentlichen Rechtlichen. Wir reden über Südkorea, ja? Ja, nicht über die Bundesrepublik. Ich wollte nur mal sozusagen nur am Rande andeuten, dass es da eine internationale Bewegung gibt, die solche Formen entdeckt hat. Es gibt fast kein Land, in dem nicht in der einen oder anderen Form mit deliberativen und direktdemokratischen Formen experimentiert wird. Und es werden dabei Erfahrungen gesammelt, von denen wir lernen können. Und ich brauche das ja hier gar nicht sagen. Ihr seid ja, wie ich weiß, relativ gut vernetzt. Aber manchmal ist dann halt noch weit weg auch was interessant. Ich finde das nur als Anregung, zum Beispiel gegen Leute, die sagen, Deliberation und direkter Entscheid verbietet sich oder beißen sich. Ja? Man kann sehr viel dafür tun, dass direktdemokratische Entscheide der einen oder anderen Form mit Deliberation versehen sind und eine breite öffentliche Debatte geführt wird. Dafür muss man Vorkehrungen treffen, dafür kann man jeweilige Regelungen treffen. Man kann sogar in so ein Gesetz reinschreiben, wie in Südkorea eben solche verpflichtenden öffentlichen Fernsehdebatten über das Thema. Also das nur als eine Geschichte am Rande, was worauf es ankommt, wenn man in diese Richtung geht. Ich finde auch wichtig, dass man bei dieser Debatte im Blick behält, dass wir, nachdem der Widerstand gegen Bürgerentscheide, Bürgerbegehren abnimmt, und der Weimar-Komplex, der ja da immer zugeschlagen hat, nicht mehr so zuschlägt, dass es ganz wichtig ist, sich auch noch andere Formen direkter Entscheidungsfindung, Entscheidungsmöglichkeiten anzuschauen, die international sehr am Kommen sind und auch eine Menge Möglichkeiten anbieten, auch wenn die Form, die das bei uns bisher angenommen hat, noch sehr zu wünschen übrig lässt. Es geht mir darum, dass Bürger direkt über öffentliche Finanzen und deren Einsatz, deren Projekte und Zielen und Verwendung entscheiden können. Also das, was bei uns Bürgerhaushalt heißt. Aber ich habe gelernt bei der Auseinandersetzung mit diesen verschiedenen Formen, dass das gar nicht über den ganzen Haushalt gehen muss, sondern dass man Quartiersbudgets zusammenstellen kann, wo man den Leuten in benachteiligten Quartieren die Möglichkeit gibt, dort die Lebensverhältnisse, die schulische Situation etc. zu verbessern. Ich begleite gerade ein Modellprojekt, wo es darum geht, Schülerhaushalte einzurichten, wo Schüler das Recht haben, mit einem doch relativ namhaften Betrag ihre Schule zu entwickeln und ihr Schulumfeld zu gestalten. Das ist auch direkte Demokratie, sie ist aber sozusagen, sie geht in dem Sinne direkt vor, dass eben über Finanzen, über Projekte unmittelbar dann mit Mehrheit entschieden wird, nachdem auch aus der Schülerschaft in diesem Fall oder aus der Bevölkerung Vorschläge gemacht werden. So interessant, wenn man sich das näher anschaut, wie das in Brasilien funktioniert, welche Spielräume da drin sind und was man da alles machen kann. In der Lula-Regierung hat man versucht, diese kommunalen Haushalte auf Landesebene zu etablieren. Und da sind irgendwie, ich glaube, 2,4 Millionen Menschen waren an den Deliberationen über einen nationalen Haushalt beteiligt, in zigtausenden öffentlichen Foren auf regionaler Ebene und zigtausenden Themenforen, vor allem Gesundheits-, Bildungsbereich und so weiter. Das heißt, man hat in dieser Ära den Versuch gestartet, die guten Erfahrungen mit Bürgerhaushalten auf kommunaler Ebene, auf nationaler Ebene zu wiederholen. Das Ganze scheiterte nicht daran, dass die Bürger zu blöde gewesen wären oder es kein Interesse gegeben hätte, sondern es scheiterte daran, dass es eine Koalitionsregierung war und der Koalitionspartner am Ende ausgestiegen ist aus diesem Prozess. Ja, und das nicht wollte, das politisch nicht wollte, dass das erfolgreich ist. Es ist alles möglich und ich denke, dass man diese direkten Formen auch durchaus daraufhin befragen sollte, dass man, wenn man gezielte Budgets und Fonds anbietet auf Quartiersebene in benachteiligten Gebieten,
dass man dann eben auch dieses Inklusionsproblem anders angehen kann. Also die Erfahrung ist halt, dass man in Recife und anderswo eben, das war der Ausgangspunkt auch in Porto Alegre, dass man Benachteiligte in erster Linie anspricht, um ihnen die Gestaltungsmöglichkeiten über ihr Viertel zurückzugeben und die öffentlichen Haushalte so aufzusplitten, dass die Benachteiligten in einer anderen Weise ausgestattet werden als die bevorzugten Gebiete. Und diese Art der Ausstattung hat dazu geführt, dass zum Beispiel die empirischen Studien zu diesen Bürgerhaushalten in Porto Alegre, aber auch in anderen Orten zeigen, dass überproportional viele arme Leute, junge Leute an diesen Entscheidungen beteiligt sind, dass es also gelungen ist, da eine Umkehrung eigentlich des üblichen Beteiligungsprofils zu erzielen. Man hat da investiert, man ist von Tür zu Tür gegangen, man hat in Recife zum Beispiel, in einer 2-Millionen-Stadt, hat man 80 Leute hauptamtlich, die von Tür zu Tür gehen in solcher Haushaltsvermögen. Die haben nochmal mehrfach so viel Ehrenamtliche, die sie dabei unterstützen, damit jeder und jede sozusagen an der Tür entscheiden kann über bestimmte Projekte, was für sie wichtig ist und richtig und so weiter. Ich betone diese Modelle nur deshalb, weil eigentlich damit ein ganz übliches Argument, dass mehr Demokratie notwendigerweise weniger Demokratie bedeutet, weil die politische Gleichheit damit gefährdet wird. Denn die Form, die am meisten Gleichheit garantiere, sei die Wahl, dass das Quatsch ist. Quatsch deshalb, weil es darauf ankommt, sich anzuschauen, wie gestalte ich Form der direkten Beteiligung aus. Und man kann sehr wohl, also auch gerade anspruchsvolle Formen der Beteiligung, wie etwa Bürgerhaushalte, so herunterbrechen und so organisieren, dass Analphabeten eine Möglichkeit haben, sich zu beteiligen. Und mein Lieblingsbeispiel sind immer sozusagen Kinder- und Jugendhaushalte. Wir haben in brasilianischen Städten, in einigen haben wir Kinderhaushalte von Kindern und Jugendlichen betreute Haushalte von mehreren hunderttausend und mehr Euro, die sie für ihre Schulentwicklung einsetzen, und sie wissen am besten, was sie brauchen. Also das sind, da macht man eigentlich in der Regel ganz gute Erfahrungen. Also von daher, da ist noch eine Menge Luft auch in der Gestaltung, und es kommt darauf an, sich da auch anregen zu lassen von der internationalen Debatte. Ein Kollege hatte schon Mitte der, also vor 7, 8 Jahren ein Handbuch herausgegeben zu den neuen Beteiligungsformen, hat damals 57 vorgestellt, also es gibt bestimmt inzwischen 100 solcher Formen, die irgendwo alle direkt, mehr oder weniger direkt demokratische Elemente beinhalten, hauptsächlich deliberativ sind, aber deshalb nicht dem Anspruch nach folgenlos bleiben sollen. Also es gibt da eine Menge Musik, und ich möchte Sie nur anregen, ohne dass Sie Ihr Hauptgeschäft Bürgerbegehren, Bürgerentscheid und alles, was mit Referenden und so zu tun hat, vernachlässigen, doch auch ein bisschen den Blick zu weiten für direkte Formen, die nicht nur reden und gehört werden oder auch nicht gehört werden umfassen, sondern die darüber hinausgehen und in kleiner Münze jungen Menschen, benachteiligten Menschen, anderen Gruppen, die sonst in der Demokratie am Rande stehen, die Chance geben, ihre Lebensverhältnisse selbst stärker in den Griff zu kriegen und selbst zu gestalten. Also insofern genuin demokratische Chancen. Was hindert uns an dieser Entwicklung? Ich will jetzt da über die verschiedenen Formen gar nicht länger reden. Was hindert uns, was sind eigentlich so die Widerstände? Es ist ganz interessant, dass es so von linker und linksradikaler Seite enorme Widerstände gibt gegen Beteiligungsdemokratie. Ich hatte den Kollegen Walter, der ja eher so aus der sozialdemokratischen Tradition kommt, erwähnt. Da ist kein Argument dumm genug, sage ich jetzt mal so boshaft, um nicht zu polemisieren gegen die Ungleichheiten, die durch mehr Demokratie erzeugt werden, weil nämlich damit die wie gesagt, am besten inklusive und die breiteste Unterstützung findende Form der repräsentativen Demokratie beschädigt wird und weniger politische Gleichheit angeblich da ist. Das Problem mit diesem Argument ist, dass es auf den ersten Blick stimmt. In der Tat haben Sie bei den meisten
Wahlen haben Sie trotz aller Schwierigkeiten, die da, was die Wahlbeteiligung angeht, doch auch im Wachsen sind in den letzten Jahren, haben Sie immer in der Regel noch höhere Quoren, Beteiligungsquoten als bei anderen direktdemokratischen Formen oder wie auch immer bei gar schon projektorientierten Formen. Nur, man darf darüber nicht hinwegtäuschen, da werden halt Äpfel mit Birnen verglichen. Denn bei direktdemokratischen Formen geht es um Sachvoten. Sachvoten in einer ganz bestimmten Form, es kann auch um eine Verfassung gehen oder Veränderung davon, aber es geht immer um einen konkreten Gegenstand. Dass diese Voten natürlich immer auch eine Menge Leute nicht interessieren und nicht betreffen und nicht zur Wahl bringen, im Vergleich zu diesen diffusen Unterstützungen, die wir über die Wahl von Parteien ausdrücken können, das ist völlig klar. Also es kann gar nicht das Gleiche, in der Regel an dem gleichen Maßstab gemessen werden, sondern muss einen eigenen Maßstab haben, ohne dass ich jetzt da sage, dass da Minderheiten da über Mehrheiten unbedingt regieren sollten. Und außerdem sind die Quoten bei den Bürgerentscheiden, Bürgerbegehren ja gar nicht so niedrig. Also wenn man das mal vergleicht mit Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt, dann können die sich schon sehen lassen. Da sieht man nämlich auch inzwischen zwischen 30% und 40% angelangt, was die Wahlbeteiligung angeht. Also, aber nichtsdestotrotz lassen Sie sich nicht auf das Feld ein, das unmittelbar sozusagen miteinander vergleichen zu lassen. Das ist Quatsch. Und es gibt eine zweite Falle in dieser Argumentation, die bei Franz Walter ganz offensichtlich ist, nämlich die Annahme, dass die Breite der Beteiligung, die Repräsentativität, dann auch schon zu repräsentativem Regieren führen würde. Also dass sozusagen eine größere Berücksichtigung von Interessen das naturwüchsige Ergebnis von dieser Form repräsentativer Beteiligung sei. Das ist völliger Quatsch. Wäre es so, hätten wir überhaupt kein Problem. Dann wäre nicht nachvollziehbar, wieso es die eingangs geschilderte Unbehaglichkeit an repräsentativen Verfahren und die Lust an direkter Beteiligung gäbe. Es gibt sie deshalb, weil eben die seit den 70er Jahren gesellschaftliche Ungleichheit zugenommen hat und weiter zunimmt und damit auch natürlich der Eindruck bei bestimmten Gruppen der Bevölkerung, die da am unteren Ende der sozialen Hierarchie steht, der Eindruck sich verfestigt, dass sie eigentlich keinen Einfluss haben und dann auch wegbleiben. Also wir haben gute Studien, die zeigen können, dass in den späten 60er, frühen 70er Jahren die Leute, die nicht zur Wahl gegangen sind, also die Partei der Nichtwähler, sehr heterogen zusammengesetzt war und relativ proportional in allen Bevölkerungsgruppen vorzufinden war und dass wir heute sozusagen eine völlig überproportionale Beteiligung an der Partei der Nichtwähler von Menschen, die zu den unteren 20% gehören. Das heißt, das ist ein Ergebnis, das in diesem repräsentativen System erzeugt wurde und ist kein Ergebnis etwa der Arbeit von Mehr Demokratie e.V. Ja, es ist nicht das beharrliche Wirken sozusagen der Beteiligungsfanatiker, die diese Ungleichheiten erzeugen und dann auch entsprechend auswirken lassen. Also von daher denke ich, da kann man eigentlich einiges sagen für Hardcore-Linke einer bestimmten Provenienz, die dann auch mit solchen Artikeln in die Zeit kommen, wie Thomas Wagner, da wird dann gesagt, das ist generell eine Mogelpackung. Also Mehr Demokratie, wie auch immer, ist eine Mogelpackung. Mogelpackung deshalb, weil natürlich die Kapitalmacht dadurch nicht gebrochen wird, die könnte eigentlich nur gebrochen werden durch Wirtschaftsdemokratie. Und deshalb ist diese Art von Verführung durch solche Gruppierungen wie ihre oder wie auch immer, also dann abzuwehren und abzustrafen. Interessant, also ansonsten ist man da ja nicht so offen, aber mit solchen Thesen kann man, wenn man das nur abwatscht, kann man jetzt auch in der bürgerlichen Presse unterkommen als gestandener Linksradikaler, weil es dann opportun ist, denen nochmal eins überzusemmeln. Ne? Und der Hinweis, der dann immer kommt, ist, naja, auch Bertelsmann setzt sich für Kinder- und Jugendbeteiligung und mehr Demokratie ein. Und wie wir ja wissen, gibt es die üblichen Feinde. Und wenn die das gut finden, dann kann das ja überhaupt nicht gut sein, sondern es ist völlig klar, in welchem Interesse das betrieben wird. Ich halte von dieser Art von Argumentation gar nichts, weil wenn man das so sieht, dass Kapitalismus und Demokratie
unverträglich sind, dann hat man große Schwierigkeiten, über Demokratie nachzudenken, weil wir noch wenig Vorstellung davon haben, wie eine nachkapitalistische Demokratie aussehen kann, außer in kleineren Gemeinschaften. Also bisher lief dieses Paar, wenn auch ungleich und miteinander verfeindet möglicherweise, in großen Spannungen, aber es lief gemeinsam. Und wir wissen nicht, wo das andere sein soll. Außerdem hat es halt immer auch die Tendenz, dann die bestehenden repräsentativen Formen heilig zu sprechen, weil darüber dann nicht mal schlecht geredet wird, im Sinne des Mangels an Repräsentativität. Noch weiter geht Markus Miesen, der vom Albtraum Partizipation spricht, der sagt, also im Grunde genommen, was wir so wollen, diese dauernde Beteiligung, ist ein Horror, heißt es dann auf gut Deutsch, jeder Depp soll immer überall mitmachen. Das ist also sozusagen die, ja, das ist sozusagen die... Man kann nicht jeden Depp zum Deppen machen. Ja, aber das ist die Argumentation, das ist jetzt das Originalzitat, ja. Also die Haltung, Sie sehen, was da drin steckt, da steckt einerseits, alle sollen überall mitreden, welcher Quatsch, ja, es gibt ja Spezialisten, es gibt Fachleute, ich bin Architekt, wieso soll ich dann mit diesen blöden Leuten mich da darum schlagen müssen? Und sozusagen andererseits der Horror, wir müssen dauernd irgendwie, ja, der Albtraum Partizipation, wir müssen dauernd irgendwo mitmachen. Ne? Das ist so eher aus dem konservativen Lager, aber hier auch, führen sich selbst auch als links, sozusagen als, so treten dann eben die Gegner auf. Ich denke, dass diese Semantik für uns eigentlich nur ein Auftrag sein kann, die Argumentation, das Ganze sei ein Eliten- und Rentnerprojekt, diese Beteiligungsdemokratie, Rentner deshalb, weil das diejenigen sind, die Zeit haben und abkömmlich sind. Also dass diese Lesart, die dann auch immer noch mit den perlenbehangenen Demonstrantinnen von Stuttgart 21 garniert wird, ja, dass diese Variante der Abwehr eben schon, wie ich denke, ernst zu nehmen ist, dass das Argument kommt in honoriger Form her, also zitiere, Mittelschichtzugehörige mit akademischen Titeln und Abschlüssen bevölkern die Bürgerbegehren. Das war es heute zu lesen bei Franz Walter. Also gut, wenn Sie meinen, das sei so, die hätten wir relativ viele davon, aber das ist die Argumentation, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und es kann eigentlich nur die Konsequenz sein, darauf zu achten, dieses Elitenbildchen, das angeklebt wird für alle möglichen Beteiligungsformen, in dem Sinne zurückzuweisen, dass wir darauf achten, bei den Projekten, die wir da angehen, dass wir eine Fantasie entwickeln, wie kriegen wir eine Situation, die eine amerikanische Kollegin in die Formel gebracht hat, No citizen left behind, also analog zu dem, kein Kind soll zurückbleiben, kein Bürger soll zurückbleiben, das wird immer nur ein Ziel sein, aber ich denke, das wäre ganz gut, darauf zu achten, auf diese Ebene der sozialen Inklusion bei all den Beteiligungsformen, die wir betreiben. Ich halte das nicht nur für möglich, ich habe gute Beispiele dafür, ich habe auch genügend Anregungen aus dem internationalen Kontext, wie das möglich ist. Wir sollten aber jetzt sozusagen nicht großzügig drüber weggehen und zu sagen, der Walter spinnt und so, weil diese Frontstellung ist subkutan in den Parteien sehr stark und ist in dem Sinne ernst zu nehmen, dass man sie eigentlich nur praktisch wirklich korrigieren kann und als Vorurteil zurückweisen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass alles, was wir an empirischer Forschung haben, zu Bürgerinitiativen dem widerspricht. Es sind auch ganz andere Bevölkerungsgruppen unterwegs, auch die Protestforschung zeigt, dass es ganz andere Akteure sind, auch selbst in Stuttgart 21 andere Akteure unterwegs sind, als diese sozusagen geschliffenen Feindbilder. Auch im Umland sind es nicht nur die Hausbesitzer, die da gegen Fluglärm kämpfen in Berlin oder wie auch immer. Also es sind alles Zerrbilder, aber welche die wohlfeil gegen die ganze Richtung mehr Bürgerbeteiligung ins Feld gebracht werden. Die zweite Sache, die mir wichtig ist, ich habe darauf schon hingewiesen, ist die Frage mit der Gemeinwohlorientierung.
Ist denn Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, ist denn partizipative Demokratie in der Lage, überhaupt sozusagen so etwas wie Gemeinwohl stiftend zu wirken? Oder ist das nicht notwendig die Beute von privilegierten Einzelinteressen, die sich borniert auf Kosten anderer durchsetzen, um das mal so zu formulieren? Da gibt die Beteiligungsgeschichte schon eine Antwort, aber noch viel mehr finde ich immer sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass so etwas stattfindet wie im letzten Bürgerbegehrensbericht, nämlich mal nachzuschauen, wie sieht das eigentlich etwa in der Energiepolitik, wie ihr es gemacht habt, aus? Ist es so, dass Bürgerbegehren möglicherweise privilegierte, reaktionäre und sonstige negativ etikettierte Interessen vertreten? Oder was treiben eigentlich die Bürger in dem Bereich? Und ich finde das sehr verdienstvoll, dann darauf hinzuweisen, naja, merkwürdigerweise haben die sich für den Halt von Stadtwerken und solchen Dingen eingesetzt. Da kann man ja nun nicht sagen, dass das immer nur die ÖTV-Mitglieder waren, die da auf der Straße waren. Da gibt es vielleicht auch noch andere Akteure, die das wichtig fanden, dass Gemeingüter erhalten bleiben, um den demokratischen Rahmen auszuweiten oder zumindest zu erhalten. Das heißt, ich finde solche Auseinandersetzungen mit den Themen, die aufgegriffen werden, wie sie aufgegriffen werden, außerordentlich wichtig, um darauf hinzuweisen, na, möglicherweise sind Formen des Protests, des Widerspruchs, des Bürgerbegehrens am Ende durchaus in der Lage, gemeinwohlverträgliche Ziele neu zu definieren und auch vielleicht auch mit einer gewissen Zukunftsfähigkeit. Wird netterweise wird auf den baden-württembergischen Versuch hingewiesen, 1975 Bürgerbegehren gegen Wiel sozusagen einzusetzen. Ich finde das hilfreich, weil das den Leuten es schwer macht, dass sie sagen, aus einer bestimmten Zusammensetzung folgt ein bestimmtes Interesse. So als seien wir alle sozusagen egoistische Monaden, die eigentlich nur, was auch immer, ihr Eigeninteresse, ich wüsste es gar nicht genau, was mein Eigeninteresse ist, ob nicht auch rechtere Verhältnisse und Frieden und so und ökologisch angenehme Umstände mein Eigeninteresse sein müssten und nicht nur, dass ich irgendwas in der Tasche habe oder so. Also diese bornierte Sicht, finde ich, ist meines Erachtens wert, sich dann auch mit Argumenten, mit dem, was man da an Erfahrungen sammelt in solchen Beteiligungsprozessen, eben dann deutlich zu machen, dass wie Hanebüchen das auch ist. Interessant ist, denke ich, dass die NIMBY und nicht in meinem, also not in my backyard und St. Florians Argumente immer noch gebracht werden. Das ist so penetrant. Ich kenne das seit zweiten Hälfte der 60er Jahre, wo die ersten Bürgerinitiativen hier in Frankfurt am Main, Aktionsgemeinschaft Westend und der erste Bundesverband der Bürgerinitiativen gegen Fluglärm hier in Mörfelden in der Umgebung gegründet wurde. Ja, also seither gibt es diese Argumente und man kann wirklich gut zeigen, die letzte gute Studie übrigens zu Bürgerinitiativen wurde 1979 empirisch durchgeführt, seither gibt es keine mehr, keine Studien, Bürgerinitiativen sehr wohl, aber was man damals hat lernen können und deshalb guckt man da nicht mehr so genau hin, ist, dass eigentlich allen Initiativen, selbst dann, wenn eine direkte Betroffenheit, Sorge um, weiß ich, den Wert des Grundstücks oder des Hauses oder so, erstmal im Spiel ist. Und dass all diese Initiativen im Großen und Ganzen außerordentlich produktive Lernorte geworden sind, in denen dann sich neuer Blick ergibt. Und meine Lieblingsinitiative hatte sich 1994/95 in Magdeburg gegen den Bau einer Asylbewerberunterkunft in Krakau ausgesprochen und es gab dann eine andere Initiative, die dafür war. Und am Ende hat die dagegen war, verloren. Und was hat sie gemacht? Sie ist mit eingestiegen in die andere Initiative und hat gesagt, wenn die jetzt schon da sind, dann müssen wir wenigstens versuchen, mit denen einen pfleglichen Umgang sozusagen im Quartier zu finden und die in der einen oder anderen Weise zu unterstützen. Also so viel zum Thema borniert, not in my backyard und immer so. Ich weiß, das ist nicht überall und ich weiß, es gibt natürlich viele Leute, die uns nicht gefallen in Bürgerinitiativen und in manchen Abstimmungszusammenhängen.
Aber der entscheidende Punkt ist, auf dem wir da immer bestehen müssen, im Unterschied zu allen anderen Formen der Interessenvertretung, müssen sich Bürger begehren, müssen sich alle Formen der Beteiligung, müssen sich Bürgerinitiativen, müssen sich Proteste öffentlich artikulieren. Sie müssen sich mit Argumenten präsentieren und müssen sich Gegenargumente gefallen lassen. Und das ist eigentlich die demokratische Grundsubstanz, auf die es ankommt und die eigentlich die Dynamik solcher Initiativen ausmacht. Das heißt, keiner von uns hat das Gemeinwohl sozusagen im Herzen, weiß vorher schon, was das ist. Aber vielleicht in einem längeren Diskussionsprozess kommt man auf die Idee, dass die eine oder andere Abwägung sinnvoll ist. Und es kommt darauf an, die Qualität dieses Prozesses zu organisieren und nicht eben zu sagen, naja, weil die halt einen Schlips tragen, sind die borniert, ja, oder wie auch immer, wie das dann gerne in solcher Abwehrsemantik der Fall ist. Also in diesem Sinne eben darauf achten, dass es so läuft. Ich will, wie lange haben Sie noch Lust? 5 Minuten, 10 Minuten habe ich noch? Also meine Frage, nee, ich weiß, meine Funktion ist ja eine ganz gemeine, ich soll sie vom Appleboy abhalten. Wie Sie ja wissen, hier in Frankfurt, wir sind ja auf der Sachsenhäuser-Seite, der hat leicht laxierende Wirkung. Ja? Das könnte Ihr Arbeitsvermögen wenigstens morgen beeinträchtigen. Und deshalb bin ich eingeladen worden, dass ich 2 Stunden dieser nächtlichen Zeit abkürze und dann wegnehme. Also Sie sind ein guter Funktionär, Sie funktionieren hervorragend. Also das kann ich nur unterstreichen. Ja, also wie auch immer. Also die Äppelwein-Kneipen warten wir haben noch ein bisschen auf. Von daher, ich wollte nur wollte nicht so beteiligungsselig enden. Ja, das klang jetzt alles vielleicht sehr romantisch. Und in dem Sinne, da ist einer von dem überzeugt, was er immer schon auf dem Herzen hat. Ich denke, dass wir sehen müssen, dass dieser Schub in Richtung Beteiligungsdemokratie, den wir erleben, eigentlich aus der Not geboren ist, aus einem, wenn man so will, massiven Versagen repräsentativer Demokratie. Und wir müssen diese Not sehen, die uns vor bestimmte Aufgaben stellt. Ich denke, dass die Stichworte Aushöhlung und so, dass das alles ganz richtig ist. Und ich will jetzt gar nicht im Einzelnen die Diagnosen, die es dazu gibt, von Postdemokratie bis wie auch immer, will ich Ihnen jetzt nicht alle zum Besten geben. Ich erinnere Sie nur an die Daten, die ich anfangs genannt habe. Das ist eigentlich, wie ich finde, Signal genug, um anzudeuten, dass diese alte Formel, das lass die mal regieren, Hauptsache es geht uns gut und die Erwartung, das läuft dann schon alles, dass diese Art von Demokratievertrauen abhanden gekommen ist und dass es dafür gute Ursachen gibt. Ich rege Sie an, es gibt in der aktuellen Ausgabe der Blätter für deutsche und internationale Politik einen Vortrag, der abgedruckt wurde, gehalten zu Ehren von Klaus Offe, von Stephen Holmes, Demokratie vom Traum zum Trauma. Und in diesem Trauma-Bild beschreibt er eigentlich so die 8 bis 10 Punkte, die er aus amerikanischer Sicht, aber auch weltweit als entscheidend ansieht, wieso liberale, repräsentative Demokratie so an Boden verloren hat, auch so an Glaubwürdigkeit verloren hat. Ich will nur die Stichworte kurz benennen. Der erste Punkt ist, dass diese repräsentativen Veranstaltungen vergleichsweise machtlos erscheinen gegenüber den Bürokratien, die sich herausgebildet haben. Ich meine nicht nur die EU, sondern denken Sie nur mal an NSU und die diversen Sicherheitsapparate, wie die mit dem Untersuchungsausschuss im Bundestag umgehen und andere Dinge. Das ist nur die Spitze des Eisbergs eines Selbstbewusstseins, das in sozusagen in dauerhaft wirkenden Bürokratien angesammelt wird und das im Grunde die repräsentative Schleife immer wieder am Gängelband vorführen kann. Sie können das sozusagen an vielen Stellen merken und das hat Konsequenzen, nämlich die Konsequenz ist, selbst wenn Abgeordnete oder Präsidenten gar anders wollten, ja, und andere Ideale haben, werden sie von diesen bleibenden Bürokratien und den angelagerten Interessen ausgebremst. Also die Erfahrung, dass ein verantwortliches Regieren im Sinne den Bürgern, die gewählt haben, verantwortlich und der Agenda verantwortlich angesichts dieser Machtstrukturen in vielen Bereichen
nahezu aussichtslos ist oder zumindest außerordentlich schwierig geworden ist. Dass dabei natürlich auch andere Interessen am Spiel sind, sei es dahingestellt. Die zweite Sache ist, dass eigentlich klar ist, dass die Entscheidungen der Bürgerinnen und Bürger alle 4-5 Jahre für eine Partei immer weniger Präferenzen zum Ausdruck bringen kann, die die Bürgerinnen und Bürger haben. Das ist völlig klar. Das war noch irgendwie zu den Zeiten, als man sich darauf verlassen konnte, was eine sozialdemokratische oder eine christliche Partei für ein Weltbild hat, war das noch irgendwo nachvollziehbar. Man hat die gewählt und dann hatte man einen ganzen Katalog von erwartbaren Entscheidungen. Also heute haben sie das nicht, selbst bei Frau Merkel nicht. Also da gibt es ja auch ein großes Unbehagen, dass sie nun da wieder aus- und einsteigt mit der Atomenergie und alles Mögliche. Das heißt, die verschiedenen Handlungen der Regierung, die dann gewählt werden, sind überhaupt nicht mehr zurechenbar zu den Wahlentscheidungen. Das verkretzt die Wähler. Und dann irgendwelche fragen sich, warum soll ich dann überhaupt noch wählen gehen? Die Agenda 2010 wurde nie gewählt. Ja? Aber sie kam dann doch. Und das ganz wichtige Entscheidungen wurden nie gewählt, jetzt von den Wählern mehrheitlich unterstützt, sondern kamen eben auf andere Weise zustande. Und das hat was zu tun mit dem Verlust dieser alten Parteimilieus, der Einbindung und den Kommunikationsprozessen und damit der Erwartbarkeit. Der dritte Punkt, auf den der Stephen Holmes abhebt, ist auch etwas, was man in so einer öffentlichen Debatte immer wieder zu hören kriegt, nämlich die relative Abgehobenheit der politischen Klasse oder derer, die da im politischen Betrieb sind. Sie erleben ja gerade mit der Demontage des künftigen SPD-Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers einen solchen Prozess. Das Interessante ist ja, die Schwierigkeiten, die Herr Steinbrück hatte, überhaupt nachzuvollziehen, dass es auf Menschen irritierend wirken könnte, wenn man seine parlamentarische Arbeit so versteht, dass man in dieser Weise honorierte Vorträge in dieser Dichte, in dieser Größenordnung und so weiter vor dem spezifischen Publikum hält. Das ist aber, dass man das so kann und das ist auch selbstverständlich, es geht nicht um rechtliche Fragen, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, auch darüber könnte man noch sich Gedanken machen, ob das nicht eine andere Abgeordnetengesetzlichkeit braucht, um so etwas auch zu unterbinden. Aber unabhängig davon drückt es etwas aus von einer eigenen Welt, in der man lebt. Und es ist kein Zufall, dass die Leute in der gleichen Welt auch gar nichts daran finden. Ja, und scheinbar nur aus taktischen Gründen natürlich daran was finden. Aber für diese Art von Abgehobenheit und wieso das so ist, da gibt es sehr viele Gründe. Das kann man an vielen Punkten aufzählen. Der vierte Punkt, der ist schon etwas gemeiner und den kann man auch an vielen Beispielen deutlich machen. Der wird von Holmes beschrieben als Kaperungsprozess, als Kaperung des Gesetzgebungsprozesses. Das heißt, das, was wir mit Lobby und sonstigen Interessen, Lobbykontrollen und andere Institutionen haben da schon ihren Finger drauf. Aber das Schlimme daran ist ja, dass das Vertrauen in den Wahlakt, dass der Bürger etwas über den Wahlakt gestaltet, also diese demokratische Fiktion, wenn man so will, natürlich durch jeden dieser Prozesse dementiert wird. Und diese alte Formel aus den 30er Jahren, Demokratie setzt auf die große Zahl gegen das große Geld, das ist natürlich das Levinson, dass diese Grundvorstellung in diesem Kontext völlig illusionär geworden ist und irgendwo nicht mehr so greift, sondern offensichtlich gibt es Prozesse anderer Art, die das ermöglichen. Eine weitere Geschichte, die Holmes auch kennt, die auch uns das Leben ja schwer macht, ist das, was er die Politik der Lüge nennt. Er bezieht sich da auf den ehemaligen ungarischen Ministerpräsidenten, der ja von dem ja die Formel stammt, wer wiedergewählt wird, muss lügen. Ja? Also seine Wählerschaft anlügen, weil wenn man die Wahrheit sagen würde, dann wird man nicht gewählt. Es gibt ja nicht wenige Politiker, die sich daran gehalten haben. Im Augenblick wird ja gerade in Berlin geprüft, ob der jetzige und sozusagen vieljährige, langjährige Regierende in Berlin sozusagen doch auch verheimlicht hat, dass es diese Probleme mit dem
mit dem Flughafen gibt, um wiedergewählt zu werden. Nicht wahr? Und das ist ja nicht unwichtig. Also diese Art der Politik der Lüge, die er beschreibt, für die es viele Anhaltspunkte gibt im medialen Bereich. Ein weiterer Punkt. Aber es wird immer schlimmer. Ich darf Ihnen noch ein, zwei Formeln bringen, dass Politik nicht erst seit der Finanzkrise, aber verstärkt sichtbar seither als Geißel der Märkte erscheint, hier der Finanzmärkte. Das heißt, dass diese mit diesen sozusagen über die Staatsschulden und über andere Dinge verknüpften Institutionen einen sehr direkten Zugang haben zu Entscheidungen, die milliardenschwer sind, währenddem es doch große Bereiche gibt, die sozusagen dann eben, wo es um Kleinkram geht und kleinstes Geld. Also das ist, ich betone das deshalb, weil diese schönen Formen, etwa jetzt Fonds einzurichten für Quartiere oder andere Dinge, die sind natürlich, wirken auf den ersten Blick lächerlich angesichts der Milliardensummen, die dann in nächtlichen Aktionen marktkonform sozusagen weitergegeben werden. Ich will jetzt hier nicht, es geht nicht um Schuldzuweisung, sondern es geht um den Prozess der Entwertung repräsentativer Demokratien und der Politik, die daraus folgt. Und ein letzter Punkt, den Holmes da anführt, noch zu erwähnen. Was er beobachtet in den letzten 20 Jahren, ist die Befreiung der Reichen weltweit. Das heißt, die Befreiung der Reichen, das sieht so aus, man kann das ja umgekehrt, hier in Frankfurt war ja eins der Occupy Wall Street Zentren, man kann sagen, dieses 1% hat es geschafft, sozusagen sich weitgehend aus der öffentlichen Verantwortung zu entfernen und es geschafft, sozusagen in vieler Hinsicht ihre Interessen in einer ganz besonderen Weise entweder zu privilegieren oder sozusagen aus dem öffentlichen Raum zu nehmen. Und damit natürlich erheblich auch zu dieser Ungleichheitsdynamik beigetragen, die wir in den letzten 20 Jahren erleben. Für die Bürger bedeutet das, Levinson, große Geld, große Zahl, und sagen, dass in dem Maße, in das große Geld noch größer wird und sich sehr selbstverständlich Macht verschaffen kann, es noch viel schwieriger wird, diesen Glauben an die große Zahl aufrechtzuerhalten und repräsentative Einflussschneisen nehmen. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen und könnte das auch noch analytisch tiefer fassen und ich könnte Sie mit politologischen Befunden langweilen, will ich nicht. Das Fazit dieser jetzt von Holmes zusammengefassten Punkte, die eigentlich breit diskutiert werden, das Fazit ist, dass wir in einer Situation sind, wo diese repräsentativen Strukturen uns wegbrechen. Sie sind formal da. Werden auch weiter da sein, brauchen wir keine Angst haben. Aber sozusagen, sie sind ausgehöhlt, sie sind merkwürdig unglaubwürdig geworden und haben extreme Legitimationslücken in der einen oder anderen Form. Und diese großen Faktoren, die Holmes nennt, sind nur Elemente dieses Erosionsprozesses. Er hat überhaupt noch nicht über Protest und nicht über Bürgerbeteiligung und nicht über Bürgerbegehren irgendeine Äußerung gemacht. Nur der Punkt ist der, für uns stellt sich die Frage, haben wir genügend Chancen, sozusagen in zeitlicher Dimension etwas dagegen zu setzen, neu aufzubauen, also den demokratischen Glauben zu erneuern, die Praxis zu erneuern über die Formen, die wir anbieten? Das wäre die zeitliche Frage. Gelingt uns das überhaupt, rechtzeitig da was an Stützen hinzukriegen, ja, was so diese Hauptstruktur auch wieder haltbar machen könnte? Also es wird ja dann immer gesagt, Vertiefung der Demokratie und so weiter. Wenn das so wäre, ob es gelingt, ist unklar. Die zweite Sache, haben wir sozial überhaupt die Potenz? Ich habe da mehrfach darauf hingewiesen. Es ist ja nicht unwichtig, ob das ein Elitenprojekt ist, die Demokratie und auch die Beteiligungsdemokratie, die wir haben wollen an bestimmten Punkten. Haben wir denn da überhaupt kapillare Kraft, Energie, da was entgegenzusetzen? Ja? Und sachlich gelingt es uns überhaupt, die Bereiche, die relativ entscheidend sind für unsere Lebensumstände, wieder in die Reichweite von Politik zu holen. Das mag für die Bundesrepublik eine relativ einfache Sache erscheinen, aber fragen Sie mal griechische oder spanische Zeitgenossen und deren Erfahrungen, wie sozusagen repräsentative Demokratie in ihren Ländern funktioniert.
Und vor allem funktioniert, seit da entsprechende Gruppen kontrollieren, was da zu geschehen hat und nicht hat. Das heißt, ich habe vorhin nicht von ungefähr die Auseinandersetzung die Privatisierungswellen im Bereich der Kommunalpolitik erwähnt. Das sind alles Versuche, öffentlich gestaltbare Räume zu erhalten. Wie auch immer, möglichst mit viel demokratischer Beteiligung. Und schaffen wir es denn, diese Gestaltbarkeit in einem Maße zu entwickeln, dass unsere Angebote, seien es jetzt Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, sei es jetzt deliberative Verfahren, was auch immer, dass diese Angebote stark genug sind, überzeugend genug sind, dass sie sozusagen als Antworten mit ins Spiel kommen können. Und das treibt mich eigentlich am meisten um, muss ich sagen, bei unserer Debatte. So schön es ist, dass wir da Terrain gewinnen, das da verlassen worden ist von anderen Akteuren, so wenig habe ich im Augenblick doch die Hoffnung und Überzeugung, Hoffnung vielleicht schon, aber die Überzeugung, dass es uns gelingt, das in der Weise zu tun, dass wir Demokratie in diesem Sinne erneuern können, wie ich es gerade beschrieben habe. Ich danke fürs Zuhören.